Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein kleines Aufgebraucht-Video. Ich betone ein kleines, weil ich mich ja im Minimalismus übe und jetzt schön erstmal aufgebraucht habe, bevor Neues Einzug hält. Und es ist ja nicht allzu viel, also ein paar Produkte sind schon, aber es sind jetzt nicht Berge. Weil, wann soll man sich das alles ins Gesicht schminken oder wegschminken? Das ist ja eigentlich fast unmöglich. Aber diese Produkte, die ich euch heute zeige, die sind wirklich finito, basta, alle. Okay, womit fange ich denn an? Ich fange mal an mit was Langweiligem. Ich traue es mich schon gar nicht mehr zu sagen, ihr Süßen. Ich halte es ganz schnell wieder weg. Mein Rosenwasser von Rosens. Tja. Ach, und gleichzeitig wird es auch so ein Top-Flop-Video. Top, top, top. Also top, mehr Tops gibt es nicht. Dieses Rosenwasser, ich verbrauche ungefähr eine Flasche im Monat. Deshalb kaufe ich die auch jeden Monat neu. Mir wurde schon geschrieben, warum kaufst du immer das Teure? Beim DM und nicht bei Amazon. Ja, müsste ich mal gucken. Ne? Naja, gut. Warum ich so viel verbrauche? Nicht, weil ich es mir in die Haare spüre, sondern ich reinige mein Gesicht damit. Das heißt, ich erfrische mein Gesicht am Morgen damit. Ich gebe das auf ein großes Wattepad und reinige. Statt Wasser nehme ich Rosenwasser. Das ist für mich der pure Luxus. Danach habe ich ein wunderbar frisches, tolles Hautgefühl und Hautbild. Tja, Rosenwasser. Dann, ich hatte ja große Flaschen Haarspray gekauft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei den großen Flaschen funktioniert, also bei Taff, bei diesem Grün, war das so, funktioniert dieser Sprühkopf dann nicht mehr. Dann lief diese ganze Soße immer hier runter und ich habe mir wieder ein kleines gekauft. Ich mag die kleinen eigentlich ganz gerne, weil ich sehr wenig Haarspray benutze. Das ist Elnett, starker Halt. Ist eigentlich so eine Reisegröße. Also leer. Außerdem ist leer dieses hier. Ich habe jetzt eigentlich diese beiden Produkte. Hier ist noch ein ganz klein wenig drin, aber das, gut. Die hatte ich ja so im Wechsel. Das heißt, die habe ich für, also diese Hydra Genius Aloe Water von L'Oreal, habe ich weiterhin für Hals und Dekolleté genommen und habe auch wieder mir neues gekauft. Und dann dieses Illuminating Oil von Dalton aus der Soul Serie. Mit diesem Monoi-Öl aus der Frangipani-Blüte, ein Öl, was nicht fettend ist, was man unter das Make-up geben kann, mit dem Make-up mischen kann. Das heißt, ein feuchtigkeitsspendendes Öl, nicht fettend, habe ich ja schon gesagt, okay, also nicht fettend, hinterlässt so ein Glow und man hat ein ganz tolles, pralles, frisches Gefühl, wie so eine Ampulle. Und man sagt auch nicht umsonst, Seelenschmeicher ist ein sehr schöner, angenehmer Duft. Und ich werde mir das auf jeden Fall nachbestellen. Ist ziemlich teuer und jetzt gibt es ja keine Prozente mehr. Ne? Ist vorbei. Finito. Also dieses Oil, das ist für mich wirklich ein absolutes Highlight. Und ich bin froh, dass ich das kennenlernen durfte und kennengelernt habe. Ich habe das benutzt, wartet mal, es hält ungefähr, naja, November, Dezember, Januar, so 3 Monate. Und ich habe es jeden Tag benutzt. So, weiterhin, was ist denn noch? So, das habe ich dann hier, diese, die Sensodyne Pro Schmelz. Ich nehme auch mal im Wechsel mal die Elmex Professional oder die, weil im Alter bekommt man so ein bisschen zahnempfindliche, so diese Zahnhälse werden so empfindlich. Ne? Das Zahnfleisch geht so ein bisschen zurück, kann man gar nicht ändern. Und ich putze also mit einer elektrischen Zahnbürste und obwohl ich also die ganz sanft halte und nicht drücke, wie so eine Bekloppte, ja, eigentlich nur ganz leicht halten. Und diese Zahncreme ist für mich ein Top. Stärkt und härtet also auch den Zahnschmelz. Wird immer wieder gerne gekauft. Weiterhin ist alle, so ein kleines, die war aber sehr ergiebig komischerweise, von L'Occitane ist das eine Handcreme. Die ist ein bisschen fettend, die habe ich immer abends genommen, so als Packung. Ich habe so einen Karton gehabt, also wo ganz viele L'Occitane-Handcremes drin waren. Also verschiedene Duftrichtungen, Lavendel und Quitte und ja. Und das war Rose. Cherry ist auch nicht schlecht. Hat einen sehr intensiven Geruch, ist ein schönes Produkt. So, was haben wir denn noch? Also, das ist L'Oreal Oil Magique, so ein Elixier. Das habe ich mal so ein kleines Tübchen mitgenommen, aber eigentlich bringt das nichts. Da kann man genauso gut die Spülung nehmen. Also ich habe da keinen Unterschied gemerkt, dass ich jetzt wunderbar glänzendes, tolles Walle Walle bekommen habe.
Na, die Versprechungen sind ja immer sehr groß und sehr hoch aufgehängt. Also, das muss man nicht unbedingt haben, kostet auch nur 1 Euro. Die normale Spülung von Olmagic macht es durchaus auch. Weiterhin eine Maske Sephora Lotusblüte für ein stressfreies, frisches Gesicht. Das ist auch Biozellulose mit Lotusblütenwasser. Ist eine sehr schöne Maske, kostet so, was kosten die? 3, 4 Euro kosten die, glaube ich, bei Sephora. Kann man, glaube ich, auch im Netz bestellen. Sehr schöne Alternativmaske zu Garnier oder zu Dalton. Liegt im Prinzip dazwischen. Garnier ist sehr günstig, Dalton ist sehr teuer und die ist in der Mitte drin. Die ganzen Sephora-Masken empfehle ich übrigens sehr gerne. Zum Verschenken, zum selber benutzen. Wir tun unsere Haut wirklich, das ist so ein, ja, das ist wie Urlaub für die Haut, diese Masken. Also Lotusblüte. Weiterhin, ich habe die Packung noch, das ist Dalton Face Care, diese Instant-Effekt, diese iPads. Die sind mit Ginseng, mit grünem Tee, mit Ginkgo-Blättern. Und die bewirken also Folgendes. Also sie vermindern so Schwellungen, Tränensäcke, Augenringe. Wenn man so 10 Minuten auf das gereinigte Gesicht das auflegt, schön einwirken lässt, ist ein Aha-Erlebnis. Oder nee, Quatsch, ein Soforterlebnis oder Ergebnis. Allerdings hält das ja nie lange an. Aber das ist ja, wir müssen mal pflegen. Die Regelmäßigkeit, die Routine macht das. In so einer Packung sind für 12 oder 12 Euro, 15 Euro, 3x2 von diesen iPads bei Dalton. Das sind sehr schöne iPads. Aber sie sind jetzt leer. Was habe ich noch? Dann habe ich hier 2 Mascara. Einmal meine, leider, diese Volume von Chanel mit diesem tollen Bürstchen. Also ich muss euch eins sagen, das ist mein Favorit. Ich liebe die heiß und innig und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also die ist jetzt vorzutrocken. Da kommt nichts mehr, da ist Schluss mit Tuschen, sagt man ja auch nach 6 Monaten, spätestens wenn das Teil angebrochen ist. Und das war so eine kleine Probe von Art Deco. Da war ich sehr, sehr überrascht. Hat auch ein ziemlich dickes Bürstchen, ähnlich wie Chanel. Hat mir auch sehr gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Und ist natürlich bedeutend billiger. Die kostet um die 10, das ist jetzt eine kleine Größe. Und die andere kostet über 30. Ne? Aber kann man durchaus vergleichen, die beiden miteinander. Art Deco. Und wie heißen die? All-in-One. All-in-One Mascara oder Le Volume. Ich kann jetzt nochmal gucken, dass ich euch nichts Falsches erzähle vom Bürstchen. Nee, es ist wirklich ein tolles Bürstchen. Ja, ist ähnlich. Ist fast ähnlich. Sehr identisch. Weiterhin, alle, ist ein Primer, ein Eyelid Primer von Sephora. Den, also da kommt nichts mehr raus, es sieht nur so aus. Den habe ich wirklich gemocht. Den habe ich neu entdeckt für mich, auch Ende des Jahres, also im Herbst. Und ich gucke mal, ob ich noch für euch das was rausbekomme. Das ist mit so einem Applikatorbürstchen. Also da kommt, nee, da kommt ganz wenig. Also man kann sehr schön, es ist auch so eine abgeschrägte Form. Man kann sehr schön auf das Augenlid damit gehen und das toll verteilen und dann noch so ein bisschen antupfen. Auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr feuchtigkeitsspendend. Der ist jetzt nicht so dick. Der ist auch nicht so ab. Der nimmt jetzt nicht so Rötung. Manche Frauen haben ja gerötete Augenlider, ne? Oder so ein bisschen bläuliche. Da ist dieser Nuxe Primer, diese Base, günstiger als dieses Produkt. Aber wer unkomplizierte Augenlider hat, perfekt. Ihr wisst, ne? Das ist mein absolutes High-End-Highlight-Produkt. Das ist Chanel Vitalumière Aqua. Diese Foundation ist auch ein Klassiker. Viele Make-up-Artists arbeiten auch damit. Für eine unkomplizierte Haut. Also leichte bis mittlere Deckkraft. Ein sehr schwebendes, kühlendes, tolles Gefühl. Man hat mit dieser Foundation so ein No-Make-up-Make-up-Look. Und das ist ja dieses Jahr ganz im Kommen, dieser natürliche Glow, dass die eigene Haut so ein bisschen durchschimmert, dass wir nicht jetzt schichtweise uns abdecken und dass die Luft keine, nee Quatsch, dass die Haut keine Luft mehr bekommt. Da ist die perfekt. Eine ganz tolle Foundation, die ab und zu, wenn sie steht, geschüttelt werden soll. Und vorm Benutzen sowieso. Also die werde ich auch auf jeden Fall mir wieder zulegen. Aber die hält lange. Man braucht wirklich
verdammt wenig davon. Und dann habe ich noch Lippenstift. Diese tolle Farbe in diesem Orange Nummer 58 von Sephora. Den habe ich auch letztens oder vorletztens gezeigt. Diese mega Farbe fürs Frühjahr. Ich kann ihn gerne nochmal für euch auftragen. Sieht man das? Ich halte das mal in die Kamera. Ich glaube, so seht ihr das besser. So, eigentlich waren gar keine Flops dabei. Okay, dieses Teil muss nicht unbedingt sein. Ist jetzt aber auch nicht No-Go. Aber braucht man nicht, ne? Ich habe da mir ein bisschen mehr erhofft. Elixier, Schönheitselixier für die Haare. Nun denn, ihr Lieben, ich wünsche euch wie immer das Beste. Seid besonders gut zu euch. Habt ein wunderschönes Wochenende. Und für die Ladies, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr könnt gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt mich auf Instagram auch abonnieren. Das ist alles verlinkt hier. Und see you soon. Ciao.